bin Nathaniel Heilab und für euch interviewe ich heute Detlef Braun. Herr Braun, Sie arbeiten als Geschäftsführer in der Messe Frankfurt. Wie sieht da eine typische bzw. atypische Arbeitswoche bei Ihnen aus? Tja, eigentlich eine typische Woche bei der Messe Frankfurt gibt es eigentlich nicht. Wir sind mittlerweile 778 Jahre alt. Es ist mittlerweile im Jahr 2019 die erfolgreichste Messegesellschaft der Welt. Wir sind ein wirklich globaler Player, aktuell in 189 Ländern, wo dieses Unternehmen präsent ist. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr stark am Standort Frankfurt verankert. Das heißt, jede Woche sieht anders aus, ob am Standort Frankfurt oder irgendwo international. Wenn Sie sehr gerne mit Menschen zu tun haben, sind Sie bei der Messe Frankfurt eigentlich genau richtig. Was schätzen Sie an Ihrem Job besonders? An dem Job schätze ich besonders, dass ich sehr, sehr viel mit spannenden Menschen zu tun habe. Den Einblick in sehr unterschiedliche Branchen und natürlich auch in sehr unterschiedliche Charaktere. Das macht sehr viel Spaß. Und eine weitere Facette ist die Internationalität dieses Unternehmens. Die Möglichkeit zu haben, im Rahmen dieses globalen Players der Messe Frankfurt international sehr tätig zu sein. All diese Dinge sind Themen, die mir persönlich sehr viel Freude machen. Für mich persönlich habe ich meinen Traumjob gefunden. Ich sage immer, sucht euch den Job, den ihr liebt und ihr müsst nicht mehr arbeiten. Gab es in Ihrer beruflichen Karriere schon mal einen Tiefpunkt, wo Sie gesagt haben, hier, jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter und haben dies überwunden? Es gab mit Sicherheit einige Tiefpunkte. Das gehört ganz einfach zum Leben, die Ups und Downs im Leben. Ich habe das gelernt, was man teilweise als Mobbing bezeichnet und das wirklich auf einer sehr ausgeprägten Ebene. Das waren Erfahrungen, die ich gemacht habe in der menschlichen Zusammenarbeit, die im ersten Schritt sehr enttäuschend waren. Es geht immer weiter, immer am Ball bleiben, das Steuer, wenn es geht, in der Hand behalten und irgendwann dreht sich dann die Situation. Also das heißt nicht aufgeben, sondern weitermachen, konstruktiv überlegen, wo sind seine eigenen Stärken, authentisch bleiben und mit der Art und Weise der Mittel dann den Themen so zu entgegnen. Haben Sie auf der anderen Seite ein prägendes Vorbild in Ihrem Leben gehabt und was haben Sie da mitgenommen? Ich hatte das große Vergnügen, mit sehr faszinierenden Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich habe eine große Werbeagentur geführt, wo Sie auch sehr stark mit kreativen Menschen zusammenarbeiten. Ich habe mit Wolfgang Job zusammen die Job GmbH geführt, also alles außergewöhnliche Persönlichkeiten, wo ich sehr dankbar war, viele Dinge für mich dann positiv daraus zu ziehen und in meinem eigenen Stil umzusetzen. Gab es auch Menschen, die Sie im privaten Umfeld besonders geprägt bzw. berührt haben? Ich hatte wirklich das große Glück, die besten Eltern der Welt zu haben. Leider sind sie beide verstorben vor kurzer Zeit. Mein Vater war eine Person, der aus Verhältnissen kam, wo er sich selbst alles sehr, sehr stark erarbeiten musste und war dann sehr erfolgreich in meinem internationalen Unternehmen ohne akademische Ausbildung, das heißt Learning by Doing. Er war eine sehr imposante Statur, 1,95 groß, der bis zu seinem 80. Lebensjahr auch sehr viel nebenamtliche Tätigkeiten noch gemacht hat. Meine Mutter war ungefähr halb so groß, aber enorm emotional. Das heißt, beide waren wirklich ein perfektes Match. Und sie haben mir ein relevantes Werteset mit auf den Weg gegeben von Fairness, von Respekt, wie man mit Menschen umgeht, von Achtung, von denen ich mein ganzes Leben profitiert habe. Was glaubt Ihnen heute keiner mehr, wie Sie früher waren? Ja, ich war früher sehr zurückhaltend. Es ist mir wirklich schwer gefallen, auch in der Schule, mich damals zu melden und mündliche Beiträge abzugeben. Ich war durchgeschwitzt, wenn ich Referate halten musste, auch im Studium zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe nächtelang vorher teilweise ganz schlecht geschlafen oder gar nicht geschlafen. Und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, du musst das doch hinbringen. Du bist ein erfolgreicher Sportler. Wie kann das sein? Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der mir immer gesagt hat, auch wegen Sport, geh dahin, wo die Angst ist. Das heißt, du musst lernen, rote Linien zu übersteigen. Nur dann kannst du auch wirklich wachsen, von deiner Persönlichkeit her. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe geübt, erst in kleineren Runden, ähnlich wie ich das im Sport praktiziert habe. Und dann immer größere Bühnen genommen und mittlerweile ist es an der Tagesordnung. Ich liebe das, es ist ein schönes Gefühl, wenn man Stories erzählen kann, auch dahin gehen, wo die Angst ist. Dinge üben, praktizieren und es ist ein schönes Gefühl, wenn sie dann einigermaßen funktionieren. Was würden Sie aus Ihrer eigenen Vita heraus jedem jungen Berufssuchenden raten? Es gibt für mich einen Leitsatz, den würde ich gerne ein bisschen motivieren. Such dir den Job, den du liebst und du musst nicht mehr arbeiten. Dorthin gehen, wo man eine gewisse Affinität hat, eine gewisse Leidenschaft hat,
wo man auch ein gewisses Umfeld hat, wo man sich entfalten kann und dann dranbleiben. Es werden Niederlagen kommen. Feiern Sie die Erfolge und lernen Sie ganz einfach aus den Niederlagen. Und das ist, wie man erfolgreich in verschiedenen Bereichen wird. Wie findet man aber diese Affinität? Wenn wir jetzt annehmen, viele Jugendliche, die keine richtige Richtung haben, wie haben sie ihre gefunden? Wie findet man das? Das ist oftmals auch ein Prozess. Ich musste auch viele Dinge erst machen und tun, um anzukommen. Das nennt man auch Lebenserfahrung. Ich habe im Rahmen meines Studiums sehr viele Praktikas gemacht. Warum habe ich die Praktikas gemacht? Nicht, weil ich nicht wusste, was man in der Freizeit machen kann oder in den Ferien, sondern ich wollte auch gewisse Dinge besonders kennenlernen oder gewisse Bereiche, wo ich sage, das ist nichts für mich. Um dann Bereiche zu finden, wo man viel mit Menschen zu tun hat, wo man im Angriff ist, vorne im Sturm ist. Das ist der Marketing- und Vertriebsbereich, für den ich mich entschieden habe. Und denn das, was ich als mein Motto habe, such dir den Job, den du liebst, du musst nie mehr arbeiten, kann ich in meinem jetzigen Job realisieren. Aber es hat einige Jahre dazu gedauert. Warum finden Sie, ist eine Ausbildung wichtig? Weil Ausbildung Investition in Ihre Zukunft ist, die Zukunft der Jugendlichen. Das ist der Handwerkskasten und das Rüstzeug, das Sie sich mit auf den Weg geben. Und deshalb kann ich nur jedem raten, eine gründliche und intensive Ausbildung zu machen. Die Zeit, die Sie dafür investieren, die Investitionen, die Kapazitäten, werden sich mit Sicherheit als Return on Investment im Rahmen Ihrer beruflichen Laufbahn auszeichnen. Wie muss ein Lebenslauf bei Ihnen aussehen? Ein Lebenslauf bei mir muss spannend sein. Das heißt, er darf nicht mit dem Lineal gezogen sein. Ob das im kulturellen, ob das im sozialen, ob das im sportlichen Bereich sind. Es können ruhig Stilbrüche da drin sein. Das zeigt ganz einfach, dass Sie breiter aufgestellt sind. Es gibt Höhen und Tiefen. Wenn Sie Sport betrieben haben, dann wissen Sie, was es bedeutet, nach einer Niederlage wieder aufzustehen. Dann wissen Sie, was es bedeutet, wenn es eng wird, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Dann wissen Sie auch hoffentlich, was es bedeutet, Fairplay. Das nur am Beispiel des Sports. Das sind Attribute, die ich enorm schätze. Herr Braun, jetzt haben wir viel gehört. Was meinen Sie zu Plan A, wie? Always prepared. Für mich ist wichtig, vorbereitet zu sein. Denn wenn man sich vorbereitet und eine gewisse Disziplin hat, dann erziele ich in der Regel bessere Ergebnisse. Mut ist? Angst plus einen Schritt weiter zu gehen. Scheitern ist? Wichtig, weil aus Niederlagen habe ich persönlich meine größten Learnings gemacht. Ausbildung heißt? Investition in die Zukunft. Wer A sagt? Wer A sagt, muss nicht automatisch B sagen, wenn er erkennt, dass A nicht richtig war. Herr Braun, vielen Dank für das Gespräch. War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Können wir noch ein Bild machen? Ja, klar. Super.